Hallo Entdeckerfreunde, heute möchte ich herausfinden, wie schmeckt eigentlich CO2, Kohlenstoffdioxid? Ja, ein Gas, das Klimagas. Ich habe hier eine Mineralwasserflasche mit Kohlensäure. Geht übrigens besser mit großen Flaschen, aber ich habe jetzt gerade nur eine kleine und zwar mit viel Kohlensäure müsst ihr nehmen. Wie der Name schon sagt, viel Kohlensäure. Das bedeutet, da ist CO2, Kohlenstoffdioxid, in Wasser gelöst, reingepresst. Das habe ich euch zum Beispiel schon mal in diesem Video gezeigt. Wenn ich die Flasche aufmache, zischt es und es entstehen Bläschen. Das ist das CO2. Das will ich probieren, wie das schmeckt. Ja, wie Mineralwasser schmeckt, wisst ihr alle. Das britzelt. Das ist ein bisschen. Ja, sauer vielleicht, aber wie schmeckt das Gas selbst? Dazu gibt es einen kleinen Trick. Ich nehme einen Luftballon, stülpe den auf die Flasche, ups, und schüttel das Gas jetzt hier raus. Dann seht ihr, wie das hier ordentlich sprudelt und ich kann das Gas jetzt hier in dem Luftballon auffangen. Es ist nicht so besonders viel. Wie gesagt, nehmt eine große Flasche, geht besser. Ich schüttel noch ein bisschen, dann kriege ich ein bisschen mehr. Dann drehe ich den Luftballon ab, sodass ich den zu habe. Macht ihr wieder von der Flasche ab. Plopp. So, und jetzt könnt ihr das probieren, wie das schmeckt, indem ihr euch das hier vorsichtig langsam direkt auf die Zunge strömen lasst, aus dem Ballon raus. Und das mache ich jetzt mal. Ihr wisst natürlich jetzt nicht, wie es schmeckt, aber jetzt wisst ihr, wie ihr das nachmachen könnt. Ja, ganz witziger Effekt. Ihr habt es halt gehört, wie es rausströmt, aber ich habe geschmeckt, dass es wirklich auf der Zunge sauer schmeckt. Und zwar ganz schön heftig. Und es kribbelt sogar ein bisschen in der Nase, wenn ihr das mal runterschluckt. Ich mache es nochmal. Ich habe hier noch ein bisschen drin, aber man funktioniert super auch mit so einer kleinen Menge. Ja, jetzt habe ich einen ordentlichen Stoß reingelassen und dann geht das in die Nasenschleimhäute und die werden sofort sauer. Also wirklich lustiges Experiment. Macht das mal nach. Dann wisst ihr, wie das Klimagas schmeckt. Ja, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächsten Sonntag wieder zu. Dann gibt es ein neues Experiment auf dem Entdeckerlab YouTube-Kanal. Und bis dahin sage ich nicht glauben, ausprobieren. Bleibt neugierig. Tschüss.